Gut, sammeln wir noch ein paar Rohstoffe ein. Graben uns noch ein bisschen durch die Höhlen. Oh, ich habe vergessen, die Setzlinge wegzutun. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir das bisschen Kohle hier gerade noch mit. So. Level 77. Ist schon mal cool. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was zu finden, was wir da noch machen können. Hupsa. Ja, kriege ich denn die ganzen Grassamen eigentlich noch unter? Das glaube ich nämlich nicht. Also die Weizensamen hier, das ist unfassbar viel. Nee, das kriegen wir nicht mehr unter. Ist klar. Gemüse, giftige Kartoffel kriegen wir noch unter. So. Krawel hätten wir hier. Monster Drops hätten wir hier. Nehmen wir aber das hier wieder mit. Cobblestone. Könnte man eigentlich wegpacken, weil brauchen wir eigentlich nicht. So, hier packen wir dann noch den Rest rein. Kriege ich das hier noch irgendwie unter, das Zeug? Ja, das kriege ich noch unter. Das Enchanted Book kriegen wir da auch noch unter. Sortieren wir das nochmal ein. Hier hinten ist noch eine Kiste, wo wir eine Kiste reintun können. Kiste in der Kiste. Fupp. Da. So. Eimer. Die kriege ich aber nicht mehr unter. Verdammt. Okay. Dann anders. Dann müssen die einmal halt hier hin. Das ist mir jetzt gerade egal. So. Was uns noch helfen wird, weil ich nicht weiß, wie lange wir da rumlaufen in so einer Höhle. Nehmen wir so ein bisschen Dingens mit. Fupp. Aua. So, hier waren wir drin. Hier waren Spawner. Gucke. Das finde ich schon mal gut. Zack. Zack. Hi. Kaputt. Fapp. Gold. Sehr schön. Kupfer. Ja, kann man ja mal mitnehmen. Werden wir wahrscheinlich so in der Form nicht mehr brauchen. Oder vielleicht doch mal gucken. Liegt ja nicht so wirklich an mir, ne? Zack. Eisen, sehr gut. Eisen ist wichtig. Leider wieder nur 4 Stück. Bisschen wenig, findest du nicht? So. Hier unten ist nichts. Das ist für die Barrels, das nehmen wir. Ach komm, das nehmen wir mit. So. Alter, was Höhlensysteme hier in dem Berg sind, das ist ja der Hammer. Schon sehr, sehr weit. Sachen Eisen. So. Redstone. XP-se. Ja, und später wird es dann so sein, dass auch die Erze wieder nicht mehr in diesen Höhenlagen spawnen. Also, dass wir da Redstone schon so weit oben haben.
sondern es wird dann wohl darauf hinauslaufen, dass wir das dann wieder alles in die richtige Reihenfolge rücken, dass das dann auch alles wieder da sichtbar ist, wo es eigentlich sichtbar sein sollte. Hopp. Ja, dass dann das Redstone noch wieder im Lava-Level ist und so, das ist ratsam. So, und dann gibt es halt noch die Ankündigung zum Änderung der Upload-Pläne. Die tägliche Minecraft-Dosis und so, die werden wir beibehalten. Und zwar so, dass wir das quasi innerhalb der Woche tun. Das heißt also, wir werden dann wohl das Minecraft-Let's Play so umstellen, dass wir die Uploads von montags bis freitags jeweils um 15.30 Uhr laufen lassen. So kriege ich dann nämlich auch ein bisschen was unter. Wir nehmen ja dann noch ein Game dazu. Wir werden von montags bis freitags jeweils um 15.30 Uhr Minecraft laufen lassen. Im Solo- bzw. im normalen Let's Play mit Mitarbeitern oder Mitstreitern. Mitarbeitern, genau. Weil ich ja auch so viel Kohle habe, dass ich hier Mitarbeiter beschäftigen kann. Ist aber normal, ich bin ja ein geldgeiler YouTuber. Es wird wohl so laufen, dass wir das Minecraft-Let's Play unter der Woche von Montag bis Freitag laufen lassen, jeweils um 15.30 Uhr. Und dann gehen wir her und machen was ganz Verrücktes. An den Wochenenden, Samstag, Sonntag, da hauen wir dann die Let's Play Together-Folgen mit dem Zockerpapa raus. So zumindest ist erstmal der Grundriss des Plans. Dass wir das dann so machen. Und wenn wir das dann so weit durch haben, dass wir... So. Ach, herrlich. Nightbeat. Wenn wir das dann so haben, werden wir am Wochenende halt das Let's Play Together raushauen. Entschuldigung. Kurzer Schluck auf. Und da werden wir dann auch an dem aufs Wochenende werden wir dann vermutlich auch den Euro Truck Simulator platzieren. Und da kommt ja dann im Nachhinein noch ein weiteres Let's Play dazu. Und das ist dann der American Truck Simulator. Das wird dann der Nachfolger sein von dem Ganzen. Beziehungsweise der Zusatz zu dem Ganzen. Da freue ich mich auch schon drauf auf das Ding. Ich kann es kaum erwarten, wie sich das dann fährt. Und das werden wir dann wohl auf die Samstag- und Sonntagslots hauen. Das heißt also, an den Wochenenden kommen dann eben die Let's Plays, die daneben laufen. Also sprich, ja, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator und Let's Play Together Folgen mit Zockerpapa und meiner Wenigkeit. Das werden wir einfach so ausprobieren und hoffen, dass das dann wirklich auch so funktioniert. Und wie gesagt, täglich von Montag bis Freitag, jeweils um 15.30 Uhr Minecraft. Und so bist du dann wohl offensichtlich auch optimal versorgt. An den Feiertagen schauen wir dann mal. Je nachdem, wenn es unter die Woche fällt, bleibt das bei Minecraft. Wenn ein Feiertag auf dem Wochenende fällt, wird das auch so gemacht. Also wir unterscheiden da jetzt nicht zwischen heute ist Feiertag, heute mache ich nichts. Das wird so nicht laufen. Wir werden das schon nach wie vor auf die Woche halten. Also das wird funktionieren, denke ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Wochentage und Wochenendtage. Da kann man das ein bisschen separieren und da kriegen wir dann auch ein bisschen besseren Plan rein. Weil so habe ich es ja jetzt, dass der Euro Truck Simulator doch relativ ungünstig liegt momentan mit Mittwochs. Da kommen wir nicht immer hinterher mit der Aufnahme und habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal verschieben müssen. Und das möchte ich eben dann irgendwann vermieden wissen, so dass ich das nicht immer verschieben muss, so dass man sich dann auch darauf verlassen kann, ah, heute ist Samstag oder heute ist Sonntag, heute kommt der Euro Truck Simulator oder eben der American Truck Simulator oder, ja, oder der Talk Truck oder was auch immer uns da noch für Ideen in den Kopf kommen. Also wir werden da noch eine ganze Menge versuchen zu machen, denn da hat der Zockerpapa wirklich schon richtig, richtig Ideen entwickelt. Wieso ist denn das da vorne so hell? Ach, da waren wir schon. Das ist natürlich cool. Ja, also da ist auf jeden Fall schon was entwickelt worden, womit wir uns wirklich beschäftigen sollten. Ah, das wollte ich abwarten. Die Werbung von KST Beats wollte ich abwarten, damit er mir nicht dazwischen quatscht. Ja, da werden wir uns also mit beschäftigen, dass wir das wirklich ein bisschen erweitern, das Ganze, dass wir das alles ein bisschen höher stellen.
dass wir die Zeiten anders regeln, dass das dann einfach wirklich eine gewisse Planungssicherheit gibt, also dann auch später für dich als Zuschauer. Du sollst ja schließlich, wenn du zuschauen willst, wissen, wann was kommt. Ja. Vielleicht packen wir auch einen Uploadplan auf die Webseite, also auf tmstream.de steht jetzt mittlerweile ein bisschen aktualisierter Inhalt bereit, aber es ist eben noch kein Uploadplan gemacht worden. Wobei ich auch nicht weiß, ob das sinnvoll ist. Vielleicht reicht es auch, wenn ich ein Infovideo dazu mache oder. Das musst du dann entscheiden. Das kannst du ja in die Kommentare hauen, ob du einen schriftlichen Uploadplan auf der Webseite tmsoundteam.de haben möchtest. Oder aber ob du eben anderweitig informiert werden möchtest per Info, Video oder ähnlichen Klamotten. Das, Möglichkeiten gibt es derer viele. Und ich bin da sehr offen und sehr flexibel, was die Gestaltung dieser Möglichkeiten betrifft. Ja, also da kann man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Das geht mit Sicherheit, dass wir da was machen. So, die Xycobriums lasse ich jetzt im Übrigen erstmal liegen. So, machen wir hier mal ein bisschen Licht rein. Jetzt kümmern wir uns erstmal gezielt um hier Diamanten, Kohle und Eisen. Speziell Eisen. Aber die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Also ich bin, wie gesagt, aufgeregt wie ein kleiner Junge vorm Weihnachtsbaum und freue mich wirklich drauf. Es wird eine Menge passieren. Es wird wirklich geil. Also, wenn dann die ganze Geschichte auch noch so weiter wächst wie bisher, weil, Alter, 96 Abonnenten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich find's einfach nur geil. Also, es zeigt mir ja, dass das irgendwie richtig laufen wird. Oder dass es zumindest im Moment richtig läuft. Und ja, und so wie irgendwas verkehrt läuft, ja, nutzt die Kommentare, schreib's rein und sag's uns. Weil nur so können wir es dann auch später verbessern. Oder eben entsprechend anpassen. Das, was für jeden richtig machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das weißt du selber. Aber wir werden uns da auf jeden Fall mit beschäftigen. Also es geht. Es wird eine richtig, richtig schöne neue Sache. Ja, und wie gesagt, Minecraft-Let's Play, dann montags bis freitags. Ja, die anderen Let's Plays, wie zum Beispiel Simulatoren oder die Let's Play Together-Geschichte, samstags, sonntags, je nachdem, wie uns gerade der Sinn danach steht, das Ganze zu verplanen. Alter! Rack-Sack! Das können wir auf jeden Fall so handhaben. Das ist auch gar nicht verkehrt, wenn wir das so machen. Ja, so kannst du planen. So weißt du, ah, heute kommt das, morgen kommt das, wie auch immer. Und kannst dir dann aussuchen, was du dir dann anschauen willst und wo du es dir anschauen willst. Ob bei uns hier auf dem Kanal oder aber auf dem Kanal vom Zockerpapa oder auf beiden Kanälen. Da was Höhlen hier, das ist immer richtig geil. Na na na, na ni, da da da, la da 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 da. So, dann wollen wir die Canvas Bag aufmachen, denn hier sind ja schon wieder Rohstoffe drin. Die packen wir jetzt erstmal alle da rein, ne? So. Obwohl, hier kommt das Zeug, das hauen wir jetzt weg. Das ist Blödsinn. So, das sieht doch alles schon richtig gut aus. Ja. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich habe das jetzt schon 5000 Mal gesagt, aber es klingt jedes Mal geiler. Also, es gefällt mir mit jedem Mal mehr. Weil halt wirklich eine Menge passiert ist in dem Ganzen, was wir hier so tun. Und dass die Community lebt, das hat der Zockerpapa hinlänglich bewiesen, denn er hat mich gefunden. Wie er mich gefunden hat,
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe unseren Kanal ja hier nie beworben. Ja, also dieser YouTube-Channel ist einer der ganz wenigen, die niemals Werbung erfahren haben. Also in keinster Weise. Mit Ausnahme von ein paar Hinweisen, so Twitter, Fratzenbuch und so. Aber komm, das kannst du ja nicht als Werbung sehen. Das gibt's ja ein paar tausend andere, die das auch machen. Und dann stehst du da, weißt du. Das sehe ich nicht wirklich als Werbung. Aber ich habe jetzt selber irgendwie bisher nie die Ambition gehabt, einem Netzwerk beizutreten oder. Also dieser Kanal erfährt eigentlich so keinen Support. Ich habe halt Support durch die Community, durch eine absolut geile Community, die sich hier mit mir beschäftigt. Ja, in Persona Kurga LP, in Persona Zockerpapa, in Person Thunder Commander, FFW Craft und wie sie alle noch heißen, die dabei sind. Alleine durch diese Community oder durch diesen Aufbau der Community und durch dieses Zusammen Let's Playen und zusammen aufnehmen und zusammen veröffentlichen. Alleine dadurch sind wir natürlich entsprechend gewachsen mit dem eigenen Kanal. Und ja, das freut mich. Und ich würde gern versuchen, auch den Jungs und Mädels, die daran beteiligt waren, irgendwie was zurückzugeben. Weißt du? Von dem, was sie für uns hier auf dem Kanal so tun.